Eine junge Dame, die aus Schweden kommt, würde man auf den ersten Blick vielleicht weniger vermuten. Mathilda Karlsson, aber im Grunde genommen lebt sie, glaube ich, in Hamburg. Da wären wir auch nicht ganz drauf gekommen. Sie reitet einen Holsteiner, das liegt nahe. Ein Holsteiner namens Quantina von Quantum aus einer Lombardmutter, diese 10-jährige Stute. Diese junge Schwedin hat hier schon ein paar sehr schöne Auftritte gehabt. Von der Figur eher ein wenig fragil wirkend. Eine kleine Person, die mit Kraft sicherlich keinen Ritt groß zu Ende bringen kann, sondern mit sehr viel Feingefühl. Das macht sie richtig gut hier. Da lässt sie die Hand auch wirklich bis zum Absprung in die Kombination stehen und treibt das Pferd von hinten wirklich heran, dass die Hinterhand runterkommt und Spannung aufgebaut wird für den Absprung. Jetzt hier sieht sie gleich die Distanz, verlängert die Galoppade. So, aber jetzt heißt es, dieses heimtückische letzte Hindernis nochmal ins Visier zu nehmen. Und auch das schafft sie. Und was sagt die Zeit? Auch die passt. Na super. Ergebnis der schwedisch-holsteinischen Zusammenarbeit. Sie führte zur Mitgliedschaft der Teilnahme im Stech. Ist aber auch ein Springer. Super, wie sie das gemacht hat. Toll geritten. Ein klasse Auge zum Sprung, das Pferd. Mal groß, mal normal. Mathilda Karlsson. Sie bleibt ihrer reiterlichen Linie treu, die sie im Normalparcours schon fuhr. Ein bisschen mehr Zeit sich lassen, immer dranbleiben am Pferd, ist immer wieder von hinten heranschieben nach vorne, mit der Hinterhand unter den Schwerpunkt bringen, Zügelverbindung halten und dann lass ihn einfach fliegen. So wie hier. Und am Ende hat er so eine große Galoppade, dass der eh schon schnell ist. Keiner staunt hier wirklich schlecht, egal was er vor Augen sieht. Großartig. Zweiter Platz im Moment. Ich glaube, wenn sie den richtig losgelassen hätte am Anfang des Kurses, dann hätte sie ein wenig Probleme gehabt, am Ende die Bremse zu finden. So. Jetzt sind wir erstmal.